ihr Lieben, hier ist wieder die Marion von Marions Bastelstübchen. Herzlich willkommen zum letzten Teil der Produktreihe in der Werkstatt. Falls ihr die anderen verpasst habt, schaut doch mal auf meinem Blog vorbei. Hier habt ihr die Adresse. Da sind alle Links nochmal angegeben oder auf meinem YouTube-Kanal Marions Bastelstübchen findet ihr die natürlich auch. Wir haben in der ersten Woche hier diese Pop-up-Werkbank gebastelt. Dann gab es einen kleinen Werkzeugkasten. In der dritten Woche haben wir eine Geldscheinkarte gebastelt und heute wird endlich das Geheimnis gelüftet, was der kleine Pizzakarton in dem Materialpaket soll. Wir machen nämlich heute wieder Resteverwertung und da habe ich für euch ein, ja, sagen wir mal so in die Art Steampunk vorbereitet, aber dazu gleich mehr. Wir verarbeiten heute die Reste aus dem Materialpaket in der Werkstatt, gefüllt mit einer Auswahl an den verschiedenen Stampin' Up Produkten aus der Reihe in der Werkstatt, die ihr auch im aktuellen Frühjahrs-Sommerkatalog von Stampin' Up findet. Bestellen, falls ihr noch kein Materialpaket habt, könnt ihr das natürlich bei mir. Schreibt mir einfach eine E-Mail an marion.ziske@web.de, dann schicke ich euch alle weiteren Informationen per E-Mail zu. Guckt auch gerne auf meinem Blog vorbei, da ist alles nochmal beschrieben. Ich habe es gerade in der Ankündigung schon angerissen. Wir werden den Pizzakarton so ein bisschen in die Richtung Steampunk gestalten. Hier mit diesen angerosteten Zahnrädern, alles so ein bisschen auf Klassiker gemacht. Selbstverständlich könnt ihr auch einfach so alle Teile, die ihr noch übrig habt, stanzen, stempeln und auf euren kleinen Pizzakarton klatschen. Ganz klar, aber ihr braucht ja ein bisschen Herausforderung und deswegen zeige ich euch heute, wie man mit Embossingpulver diesen ganz speziellen Look erreicht. Fangen wir erstmal an mit unserem Pizzakarton. Das ist hier die Mini-Pizzaschachtel von Stampin' Up. Wie gesagt, ein Modell davon bekommt ihr im Materialpaket mitgeliefert, damit ihr gleich losbasteln könnt. Und den habe ich, bevor ich irgendwas damit gemacht habe, hier mit anthrazitfarbener Stempeltinte und einem Stempel aus dem Stempelset Werkstattworte hier mit diesem Ölfleck an der Seite noch ein bisschen verziert. Dazu habe ich die Teile, die sichtbar sind nachher, einfach mal hier zum Beispiel die Seitenränder mit diesem Ölfleckstempel bestempelt. Auch schon zusammensetzen. Das geht ohne Klebstoff, ganz einfach. Hier diese kleinen Teilchen werden rausgebrochen und dann müsst ihr nur die vorgefalzten Kanten alle einmal nachknicken. Innen ist er übrigens beschichtet. Das heißt, er ist lebensmittelecht. Ihr könnt da also zum Beispiel selbstgemachte Pralinen reinpacken oder Plätzchen oder irgendwas, was zum Essen gedacht ist. Und so sieht er dann, wenn er zusammengebaut ist, aus. Hier oben kleben wir gleich unser Motiv drauf. Deswegen habe ich mir da die Stempelarbeit gespart. Und für das Motiv habe ich mir ein Stückchen Designerpapier ausgesucht mit einer marmorierten Hintergrundfarbe hier. Das ist jetzt so ein helles Anthrazitgrau. Das schneide ich mir jetzt zurecht auf 8,5 x 8,5 cm. So groß ist hier oben nämlich die Fläche, die ich verwenden kann für meine Hintergrundgestaltung. So, mit dem Papierschneider von Stampin' Up könnt ihr wunderbar exakt nur dieses Teilchen hier ausschneiden, also diese 8,5 cm und den Rest vom Designerpapier am Stück für was anderes verwenden. Mit etwas Mehrzweckflüssigkleber klebe ich das jetzt gleich mal auf meinen Deckel fest. Los geht's mit dem Verzieren.
Ich habe hier die Thinlitz-Formen-Werkzeugteile. Da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Zahnräder drin. Und mit denen habe ich mich heute mal so richtig ausgetobt. Ich habe hier verschiedene bunte Farbkartonreste noch übrig. Und die werde ich jetzt mit verschiedenen Zahnrädern ausstanzen. Was ich ganz toll finde, ist hier dieses Designerpapier mit den aufgedruckten Zahnrädern. Das lässt sich auch wunderbar mit den Thinlitz-Formen ausstanzen. Und die haben ja zum Teil auch schon so ein bisschen den rustikalen Effekt. Da braucht man dann gar nicht mehr viel machen. Deswegen gehe ich jetzt mal in die Big Shot und stanze mir hier verschiedene Teile aus den verschiedenen Farben von Farbkarton aus. Was ihr hier jetzt auch gut erkennen könnt, ist die Tatsache, dass diese Thinlits nicht nur den Farbkarton schneiden, sondern auch gleichzeitig prägen. Das heißt, alle Teile haben auch so eine gewisse Dreidimensionalität. Dann legen wir mal los mit dem Antikisierungsprozess. Dafür verwende ich Embossingpulver. Ich habe hier einmal Embossingpulver in Silber und in Kupfer. Bekommt ihr auch alles bei mir von Stampin' Up. Und ich fülle diese kleinen Dosen immer in größere Schälchen um. So kann ich die wunderbar aufbewahren. Mit Deckel kann die hier beschriften. Habe dann auch immer so ein Plastiklöffelchen drin. Und man kann so viel besser hantieren als mit diesen winzig kleinen Dosen. So, ich fange mit dem großen Teil an. Mit Versamark Stempeltinte werde ich das jetzt erstmal komplett benetzen. Das heißt, ich nehme das Teilchen und tunke quasi meine Zahnräder hier in das Versamark. Jetzt seht ihr hier schon an den dunklen Stellen, wo es sich schon angesetzt hat. Okay, da könnten wir noch ein bisschen hier. So, okay. Dann gehe ich jetzt erst einmal komplett mit meiner silbernen Sache hier drüber. Das silberne Embossingpulver. Eine Pinzette leistet euch heute gute Dienste beim Basteln. Ruhig ein bisschen abklopfen, damit ihr das Pulver nicht überall verteilt habt. So, und jetzt können wir auch schon loslegen mit dem Heißluftgerät. Das ist jetzt hier also ein handelsübliches Heißluftgerät, das ihr unter anderem natürlich auch von Stampin' Up bekommt. Jetzt wird es gleich laut, aber ich mache das jetzt mal vor laufender Kamera, damit ihr sehen könnt, wie toll dieses Embossingpulver jetzt hier auf unseren Zahnrädern schmilzt und zu einem Lacküberzug wird. So, jetzt haben wir hier also einmal unsere Zahnräder versilbert. Ihr seht hier sehr schön, wie in den Vertiefungen noch die Originalfarbe zu sehen ist, weil ich ja durch das Stupsen im Versamark Stempelkissen nicht in diese tiefen Rillen reingekommen bin. Das gibt also wirklich einen ganz tollen Effekt. Und jetzt wollen wir das noch ein bisschen verrosten lassen. Deswegen nehme ich nochmal das Versamark und ein Schwämmchen, weil jetzt möchte ich nämlich nur teilweise das Kupferpulver auftragen. So, ich nehme hier nochmal meine Unterlage, damit ich mir hier nicht alles voll sau. Und jetzt stupfe ich mein Schwämmchen in die Versamark-Tinte und mache hier nur so ein paar Schmierer drüber. Da soll mir jetzt dann das kupferne Pulver haften. Hier wieder gut abklopfen. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Wenn ihr mit dem Ergebnis nicht zufrieden seid, weil euch vielleicht eine Stelle ein bisschen zu sehr voll ist mit Pulver, dann nehmt einfach einen kräftigen Pinsel und geht nochmal drüber. Und dann könnt ihr nämlich an verschiedenen Stellen das Pulver auch wieder runterbürsten.
So, jetzt wird es nochmal laut. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck jetzt erhalten, wie das funktioniert mit dem Anrosten. Sieht toll aus. Also ich finde den Effekt wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wird ja auch jedes Mal ein bisschen anders. Wenn es euch noch zu wenig wäre, könnt ihr natürlich noch beliebig viele Schichten drüber lackieren sozusagen. Der Lack ist auch sofort trocken. Ihr merkt, ich kann das schon anfassen. Und jetzt klebe ich meine Zahnräder schon mal auf den Deckel auf. Die gleiche Embossing-Geschichte mache ich jetzt mit den kleinen Zahnrädern, aber nur partiell. Das heißt, ich möchte sie jetzt nicht erstmal alle grob versilbern und dann wieder anrosten, sondern ich möchte, dass die Farbe noch zu sehen ist und deswegen gehe ich hier nur mit dem Schwämmchen dran. Ich mache mir hier so stellenweise meine Fahrer mit dem Versamark-Stempelkissen. Und kann jetzt hier mein Pülverchen aufstreuen. Und wie gesagt, wenn es euch zu viel ist an manchen Stellen, geht mal kurz mit dem Pinsel dran und ihr seht, wie das sofort wieder verschwindet. Und da kombiniere ich jetzt auch ein bisschen mit Gold und Silber. So, und das mache ich jetzt mal ganz schnell. So sehen sie jetzt aus, meine Zahnräder. Und für den Farbkartonrest im Meeresgrün habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Da werde ich jetzt nämlich diese Ölkanne hier stempeln. Und ich werde sie auch ein bisschen anrosten lassen. Ich nehme hier einmal das Memento Stempelkissen und natürlich auch wieder mein Versamark und mache jetzt Folgendes. Ich gehe zuerst mit meinem Stempel von dieser Ölkanne in das Versamark Stempelkissen, dann gehe ich in das Memento, in die schwarze Tinte und dann stempel ich das hier auf mein Farbkarton, aber vorher gehe ich noch mal schnell mit dem Embossing Body drüber. Das ist so ein Teilchen, das euch die Statik vom Papier löst, also fettige Fingerabdrücke und sonstige Geschichten, wo das Pulver natürlich auch kleben bleiben würde, wo wir es aber natürlich nicht haben wollen. Das könnt ihr mit dem Embossing Body einfach eliminieren. So, jetzt habe ich hier ja meinen schwarzen klebrigen Stempelabdruck. Und gehe jetzt hier einfach drüber und streue mir ein bisschen was von dem Kupferpulver hier drauf. Es ist wirklich nur so, wie ein Rostanflug aussieht. Schauen wir mal. Ja, sieht ganz gut aus. Ich gehe schnell wieder pusten und bin gleich wieder da. Meine angerostete Ölkanne habe ich jetzt auch gleich hier mit dem passenden Thin Lid aus den Werkzeugteilen ausgestanzt. Ein Spruch fehlt noch. Ich habe hier einen Reststreifen flüsterweißen Farbkarton und hole nochmal meine Memento-Stempeltinte raus. Aus dem Stempelset Werkstatt Worte habe ich mir hierfür den Spruch ausgesucht, für einen echten Klassiker. Ist mal wieder extrem passend. Hier ist er und den stempel ich jetzt mit der schwarzen Memento-Tinte auf meinen Streifen auf. Und damit auch dieser Stempelabdruck ein bisschen antik aussieht, habe ich den diesmal nicht mit der Schere gerissen, sondern ich habe das Teilchen hier mit der Hand einfach aus dem Papier ausgerissen. Musik.
um es noch ein bisschen schmuddeliger zu machen, habe ich hier nochmal mein anthrazitfarbenes Stempelkissen und ein Schwämmchen, mit dem ich jetzt hier die gerissenen Ränder noch ein bisschen anschmutzen kann. Und dann können wir jetzt auch schon anfangen, hier unseren Deckel aufzubauen. Den Hintergrund haben wir ja schon. Dann überlegen wir uns jetzt einfach mal, wie wir das Ganze noch gestalten möchten. Ich habe hier noch einen Rest von meinem wunderschönen zweifarbigen glitzernden Band. Das kommt auf jeden Fall noch mit drauf. Und dafür nehme ich noch mal das dünne Klebeband. Das habt ihr ja auch in meinem Materialpaket mit dabei. Und mache mir hier einfach so ein Streifchen quer durch. Da klebe ich dann mein Band fest. Das geht wunderbar, wenn ihr erst das Klebeband aufklebt und dann das Band. Dann liegt das auch sehr schön gerade. Von meiner schwarzen Kordel habe ich auch noch einen Rest. Den drehe ich jetzt einfach mal hier so zu Schlingen. Das macht sich immer gut für die Hintergrundgestaltung. Egal ob Kordel oder diese Metallic-Garnfaden. Zum Aufkleben am besten einfach so einen Mini-Klebepunkt nehmen. Das Ganze hier einmal draufsetzen. Und dann kann man das abheben. Ich nehme gerne den Aufhebhelfer mit diesem Spatel-Einsatz und kann das dann dahin kleben, wo man es gerne haben möchte. So, dann könnte es auch noch ein bisschen auseinanderfleddern. Und jetzt kleben wir dann einfach Teil für Teil, Schicht für Schicht, entweder mit Dimensionals oder mit Klebstoff direkt auf die Schachtel auf, und das mache ich jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf. Und zum Schluss habe ich jetzt noch ein besonderes Schmankerl für euch. Und zwar möchte ich noch einen von diesen kleinen Metallschraubenschlüsseln hier anbringen. Und natürlich nicht so, wie er ist, sondern auch der wird ein bisschen angerostet. Ich nehme wieder mein Versamark und ich hole auch wieder meine kupferfarbene Embossingpulver raus und brauche eine Pinzette. Ich nehme diesen kleinen Schraubenschlüssel und drücke den mit der Front hier in mein Versamark Stempelkissen. Jetzt kann ich den hier ins Pulver tunken. Und dann seht ihr, wie das Pulver hier wunderbar an meinem kleinen Schraubenschlüsselchen haften bleibt. Und auch hier gilt wieder, wenn es zu viel ist, ruhig noch ein bisschen was wegtupfen. Je mehr Farbunterschiede man sieht, desto schöner sieht das dann nämlich aus. Und ihr dürft wieder zugucken beim Überziehen. Und Achtung, jetzt wird es wieder laut. Wenn es euch zu wenig Überzug ist, einfach nochmal nach. Nochmal Versamark drauf, nochmal ein Pülverchen drauf. Wenn es euch aber zu viel ist, dann könnt ihr auch hier mit so einem Skalpell oder irgendwas anderem scharfen, einfach noch ein bisschen was abkratzen. Das geht auch. Mein kleines Schraubenschlüsselchen klebe ich auch mit den Mini-Klebepunkten auf. Das hält super. Und klebe den hier unten noch irgendwie schick hier drauf. Und
Und fertig ist mein kleines Steampunk-Schächtelchen mit den angerosteten Metallteilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich beende hiermit die Reihe in der Werkstatt, aber die Bastelpakete sind natürlich noch weiterhin verfügbar. Alle Infos dazu auf meinem Blog und auch im Anschluss an das Video. Bestellungen bitte per E-Mail an marion.ziske@web.de, egal ob Stampin' Up! Artikel oder meine Bastelpakete, bekommt ihr alles bei mir, alles was ihr in den Videos gesehen habt. Dann wünsche ich euch viel Spaß und nächsten Monat neues Bastelpaket, neue Produktreihe. Schaut also wieder rein. Bis dahin, tschüss, eure Marion.